Schönen guten Tag, Freunde des guten Modegeschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video, meine Freunde, ja, ihr könnt es schon am Titel lesen, stelle ich euch den Nike 97 Undefeated vor. Der ein oder andere, der mich auf Snapchat hat, wird schon wissen, wie der Schuh aussieht. Der ein oder andere wird es wahrscheinlich auf Insta gesehen haben. Besser gesagt, jeder wird es auf Insta gesehen haben, denn komplett, wirklich jeder Blogger, Influencer, Model, Fashion, dies, das, hat diesen Schuh auf Insta geteilt, gepostet, präsentiert. Und ich habe mir ihn auch gekauft und in diesem Video zeige ich mal diesen Sneaker, sage meine Meinung dazu und vergleiche ihn mal mit dem ein oder anderen Sneaker. So, meine Freunde, hier wäre auch der Nike-Karton. Es sieht richtig edel aus. Hier alles schwarz gehalten, der komplette Karton schwarz. Hier ein paar weiße Schriftzüge, wie man die von normalen Nike-Kartons kennt. Aber was ich richtig feiere, ist diese Lackschrift hier. Und die ist nur rau, also man fühlt es richtig, wenn man so rüberfasst. Und hier steht Undefeated. All diejenigen, die nicht wissen, was Undefeated ist so eine Sneaker-Boutique aus L.A., so viel ich weiß. Und Nike hat sich mit ihm zusammengesetzt zum 20-jährigen Jubiläum dieser Schuhe und hat eine Kooperation gemacht, eine Kollabo gemacht, wie auch immer. Und ich finde, dieser Schuh ist richtig gelungen. Der eine oder andere wird sagen, ja, es sind die Farben von Gucci. Nein, das hat mit Gucci eigentlich wirklich nichts zu tun, wirklich überhaupt nicht. Einfach die Farben hat Gucci auch, aber wie auch immer, wir machen den Karton auf und gucken ihn mal an. Dieser Karton ähnelt auf jeden Fall den Yeezy-Kartons, meine Freunde, denn hier macht man den auf und schiebt ihn halt so raus. Und uns kommt dann direkt auch der Schuh entgegen, meine Freunde. So sieht das Ganze aus, ganz normal. Hier ist noch die Rechnung von vorhin, so bla bla bla, wie auch immer. Das brauchen wir alles nicht. So, meine Freunde, der Schuh kommt dann so uns entgegen. Wir holen jetzt ein paar Schuhe raus. So, die Schuhe sind noch ungetragen. Ich habe die mir vor ungefähr 1-2 Wochen geholt. Diejenigen, die mich auf Snapchat haben, wissen und sehen das direkt am selben Tag live dabei, immer wenn ich einen Schuh abholen gehe. Folgt mir deswegen auf Instagram und Snapchat, um wirklich nichts zu verpassen, wenn ich solche Schuhe habe. Ich feiere das auch. Ihr macht wirklich richtig viele Screenshots. Ich glaube, bei dem Schuh hatten wir um die 100 Screenshots. Bei dem anderen Schuh hatten wir fast um die 150 Screenshots. Auf jeden Fall, ich habe wirklich kein Problem. Ihr könnt Screenshots machen, deswegen poste ich das auf jeden Fall. So, jetzt zu dem Schuh. Genug gelabert, meine Freunde. Es ist wirklich ein ganz normaler Air Max 97. Die Silhouette wird jedem bekannt sein. Was ist an diesem Schuh anders? Was ich als erstes gemerkt habe, ist, der Schuh glänzt. Hier an dem Schuh, ihr könnt das sehen, dieses lackschwarzes, glänzendes Lack. Ihr könnt es jetzt auch hier im Video sehen. Es glänzt auf jeden Fall extrem. Ansonsten hat sich eigentlich bei dem Schuh nichts geändert, außer halt hier außen diese Undefeated Schriftzüge in grün und rot. Und auf dem roten Streifen steht halt Undefeated drauf. Undefeated. Sonst ist der Schuh eigentlich genauso gleich wie der Air Max 97 hier im Weiß, den ich ja auch im Besitz habe. So, ihr könnt das mal jetzt vergleichen. Die Schuhe sind eigentlich 1:1. So, viel hat sich nichts geändert. Wie gesagt, nur die Farben sind anders. Aber der Schuh ist halt limitiert. Den konntest du nicht einfach so kaufen. Da musst du dich anstellen wie bei Yeezys, bla bla bla. Ich habe den Schuh von meinem Verkäufer bekommen. Ich blende euch diesmal auch nach langer Zeit mal endlich sein Instagram ein. Unten in der Infobox packe ich meinen Verkäufer sein Instagram rein. Ihr könnt ihn mal abchecken. Auf jeden Fall checkt sein Instagram ab. Wenn ihr Schuh braucht, schreibt ihn einfach an. Jetzt wollt ihr sicherlich wissen, was der Schuh kostet. Ich glaube, auf Fred Cup hat John Zinet Closing oder John Dennis Closing nochmal Grüße gehen raus an dich. Den Schuh auf Fred Cup für $400 entdeckt. Ich glaube, so wird der Schuh auch wahrscheinlich kosten, so um 300 €, $400. In dem Dreh bewegt sich der Schuh, wenn ihr ihn kaufen wollt. Aber ich glaube, der ist überall ausverkauft jetzt mittlerweile, wie gesagt, deswegen auch Flight Club, Kleiderkreisel. Wie auch immer, dort könnt ihr die Schuhe nochmal nachkaufen. Ich finde den Schuh eigentlich richtig geil. Ich blende euch auch nochmal richtige Aufnahmen ein am Ende des Videos, damit ihr Nahaufnahmen von dem Schuh habt. Ansonsten gibt es zu diesem Schuh eigentlich nichts zu sagen. Es ist wirklich 1:1 ein ganz normaler Air Max 97. Wobei ich sagen muss, die ganzen neuen 97er Modelle mit diesem anderen Materialien, diesen Stoffmaterialien, feiere ich nicht so. Deswegen, ich feiere auf jeden Fall dieses Modell richtig und jetzt auch dieses Modell. Aber ich glaube, mehr Air Max 97 würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Ich hatte früher richtig viele Air Max 97. Ich hatte den goldenen, ich hatte den schwarzen, komplett schwarzen. Ich hatte noch den silbernen. Der silberne ist ja sogar vor kurzem mal rausgekommen. Aber wie auch immer, im Moment besitze ich jetzt diese Schuhe. Die beiden reichen mir auch vollkommen aus. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Schuh findet. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Alternativen zu diesem Schuh habt. Denn ganz ehrlich, mir ist keine einzige Alternative eingefallen, wo ich jetzt sagen würde, wenn ihr den Schuh nicht habt, könnt ihr als Alternative den oder den Schuh kaufen. Wenn ihr wirklich eine Idee habt, schreibt in die Kommentare, welchen Schuh ihr als Alternative vorschlagen würdet. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr diesen Schuh findet, meine Freunde. Und in diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und ich verabschiede mich bei euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.